Ja, dann legen wir mal los. Hallo, liebe Lernende. Wir sind wieder da von FISMAN, der Stefan Hoffmann und der Steffen Peter. Hallihallo. Heute mal von zu Hause aus und ich share jetzt gleich mal meinen Screen für den Wrap-up der vergangenen Woche. Ja. Thema der Woche war ja Lost in Space oder wo finde ich den richtigen Lernraum? Ja, wir haben uns mal das Heizungsbauunternehmen Mustermann genommen, das unterwegs ist, um mal neue Lernformate zu suchen. Und wer sind denn eigentlich diese Mustermänner? Das sind Sanitär-, Heizung-, Klimafirmen. Im Elektrohandwerk ist das ähnlich. Im SAK-Bereich 48.000 Unternehmen mit knapp 400.000 Mitarbeitern. Das heißt, die mittlere Firma hat 7 Mitarbeiter. Von der Produktentwicklung ist es so, dass sich unsere Branche in den letzten hauptsächlich 10 Jahren unheimlich viel weiter verwandelt hat. Insbesondere im Rahmen der Digitalisierung reden wir jetzt momentan nicht nur über Produkte, sondern über vernetzte Produkte, die über digitale Dienstleistungen und Zusatzdienstleistungen erweitert werden können, was zwar dem Heizungsbauer ein unheimliches Mehrpotenzial an Umsatz und Effizienzpotenzial gibt, aber wenn es ums Lernen geht, bei ihm deutlich außerhalb der Komfortzone schon in einer Wachstumszone liegt. Die Herausforderung bei der Weiterbildung dieser Gruppe ist einfach, dass 75-80% sehr traditionell geprägte Lerner sind. Das heißt, sie haben ein sehr traditionelles Lernbild, Schulsetting, passive Grundeinstellung. Das Ganze ist noch stark dirigistisch geprägt vom Chef. Das heißt, üblicherweise schickt der Chef seine Mitarbeiter dann auf den Kurs. Und der Nährboden für autonome Lerner, wie wir sie uns eigentlich immer wünschen und wie wir im Mitarbeiterbereich auch immer größere Fortschritte machen, der Nährboden ist auch nicht ganz so gut wie bei uns in der Firma. Es gibt üblicherweise einen Sozialraum in den Firmen, wenn wir Glück haben, aber ob da ein Beamer drin steht, ist die Frage. Firmencomputer haben die meisten Handwerker nicht an der Hand und wenn, dann ist das einer, der so Schnittstellen an die zu bedienenden Geräte hat, aber nur bedingt internetfähig ist. Firmenhandys, Lernzeit und Lernraum sind meistens auch Fehlanzeige, wobei Firmenhandys mittlerweile auf dem Vormarsch sind. Zum Ablauf dieser Woche als erstes, man muss sagen, ihr wart großartig. Also, wo ich immer fasziniert bin, ist, wenn kurz nach so einem einstündigen Gespräch Sketchnotes auftauchen, wo man sich selbst wieder drin findet. Deswegen da erstmal vielen Dank an die Anja und den Matthias. Die Sketchnotes waren klasse und haben das auch wirklich wiedergegeben, was wir gedacht haben, dass wir es gesagt haben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für beide Seiten. Und vielen Dank auch für die vielen Diskussionsbeiträge. Es waren allein im Lernraum ungefähr 150. Twitter haben wir auch noch über, im Auge behalten. Auf LinkedIn und Telegram sind wir nicht mehr dazugekommen, uns länger zu bewegen. Das werden wir im Nachgang noch nachholen müssen. Kommen wir mal zu einem Überblick über die Woche. Wir hatten ja tatsächlich 5 Einzelfragen gestellt. Was macht ein Raum zum Lernraum? Wie regen wir Nicht-Lerner, das heißt Leute, die nicht auf unserer Plattform lernen, dazu an, zu uns zu kommen. Erfahrungsbasiertes Lernen, neue Kompetenzen für Trainer- und Backoffice-Mitarbeiter und am Ende, wie helfen wir den Leuten denn durch den Dschungel dieses Lernangebots? Und ich übergebe jetzt an den Steffen für die Frage, was macht einen Raum zu einem Lernraum? Genau. Würdest du die nächste Frage? Genau. Vielen Dank. Wir haben uns die Frage gestellt, wenn wir jetzt eine Reihe von Lernräumen anbieten oder wo wir denken, das sind eigentlich Lernräume, so hatten wir
so ein bisschen Guerilla-Marketing auf Social Media gemacht, kurz vor unserer Session. Dann ist halt auch die Frage, naja, was macht eigentlich so einen Raum zu einem Lernraum? Und insbesondere, wie können wir dann vielleicht Lernräume dann für unsere Zielgruppen so gestalten, dass sie dann tatsächlich als Lernräume wahrgenommen werden? Und Stefan, wenn du kurz auf die nächste Folie gehst, sieht man, was eure Meinung war. Wir hatten einfach nur The Word Cloud für euch freigeschaltet, damit ihr die Meinung uns sagen könnt, was ihr denn empfindet, was aus einem Raum einen Lernraum macht. Und es war eigentlich ganz spannend, weil als erstes das große Ich erschienen ist in der Word Cloud. Also das heißt, ich glaube, es war relativ deutlich, in dem Moment, wenn ich als Lerner irgendetwas lerne, dann befinde ich mich in einem Lernraum. Das hat der Matthias Binder eigentlich auch ganz schön nochmal auf den Punkt gebracht, das war so im Blog. Also ganz abstrakt gesprochen, wenn er irgendwo ist, wo er lernt, dann ist das für ihn ein Lernraum. Und er hatte das dann auch nochmal ein bisschen beschrieben. Das kann eine Kaffeeküche sein, das kann der Arbeitsplatz sein. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Räume, die da in irgendeiner Form relevant sein könnten. Die Simone Engelhardt hat dann auch nochmal irgendwie, finde ich, ein ganz, ganz tolles Zitat gebracht. Also es muss in irgendeiner Form leicht zugänglich sein für die Zielgruppe. Und dann kommt der nächste Satz, einfach zu bedienen. Da hat sie schon sofort auf eher was Elektronisches abgehoben, so war zumindest mein Eindruck. Aber nichtsdestotrotz trifft sich das mit anderen Erfahrungen. Also wenn ich in einem Offline-Lernraum bin, dann muss der auch irgendwie intuitiv nutzbar sein. Also da müssen dann vielleicht irgendwelche Flipcharts zum Nutzen drin sein oder ein Monitor, den ich direkt irgendwie ankriege und nicht erstmal eine Bedienungsanleitung lesen muss. Also das heißt, also einfache Bedienbarkeit. Er muss dann zur Verfügung stehen, wenn ich ihn gerade brauche. Also es macht keinen Sinn, wenn wir zwei Lernräume haben, aber ich da nicht rein kann oder ihn nicht nutzen kann. Und er muss in irgendeiner Form ja, Räume zum Austausch bieten. Also das Netzwerken und das mit Kollegen verbinden kam auch in ganz, ganz vielen Beiträgen und war unglaublich spannend, weil wir dann doch scheinbar irgendwie interaktive Wesen sind und diesen Austausch in irgendeiner Form brauchen und auch dort vielleicht den Nutzen rausziehen können. Das waren dann nächste Kommentare, die ich unten nochmal auf die Folien gepackt habe. Also auch die Anerkennung, dass ich ein Experte in einem Gebiet bin, wurde genannt, was ich eigentlich auch eine ganz spannende Motivation finde. Also das heißt, auf der einen Seite will ich vielleicht in einem Raum lernen, aber auf der anderen Seite möchte ich vielleicht auch anderen was beibringen oder zumindest zeigen, dass ich was gelernt habe. Und das ist vielleicht auch ein Motivator für mich, einen Lernraum mit anderen gemeinsam zu nutzen. Genauso Belohnungssysteme wurden da genannt, fand ich auch ganz spannend. Also ja, wenn ich in einem Lernraum irgendwie Punkte erwirtschaften kann oder irgendwie andere Dinge bekomme, wenn ich irgendwas gelernt habe, könnte das auch ein Element dafür sein, warum ich einen Lernraum nutze und diesen Raum tatsächlich zu einem Lernraum ausgestalte. Ja, war ein ganz spannender Einstieg in den Montag und damit haben wir dann im Prinzip weitergearbeitet. Dienstag war das Thema, wie führen wir unsere Marktpartner an das Lernangebot heran? Unter dem Thema, der Köder muss dem Fisch schmecken, das heißt, wir müssen etwas anbieten, was die Lernenden wertschätzen können. Und da haben wir das sogenannte Reusenmodell gezeigt, also statt eine Angel in einen großen See von Heizungsbauern zu halten und zu hoffen, dass einer vorbeischwimmt und mal auf den Kurs kommt, haben wir gesagt, wir holen die, das ist links in diesem Trichter, über die Performance-Apps ab, die Sie vor Ort, dort, wo Sie an den Geräten arbeiten, benutzen. Dort haben wir Apps, die Ihnen die Arbeit leichter machen. Und in diesen Apps, wenn ein Problem auftaucht, können Sie von diesen Apps aus in weiterführende Inhalte springen, die Ihnen entweder die Information oder vielleicht auch den Lerninhalt, das Video geben, was Ihnen hilft. Anderer Einstieg, der völlig barrierefrei ist, ist YouTube. Dort haben wir einen Kanal, wo wir auch Wissensinhalte spielen. Kleine, ganz kleine Einstiegshürde sind unsere Installateurgruppen, wo wir auch handwerkerspezifische Inhalte spielen dürfen. Auf YouTube können wir aus rechtlichen Inhalten nichts posten, was mit Strom und Gas zu tun hat. Und von dort aus überall kann man springen in unseren Lernraum. Das ist die zweite Stufe der Reuse. Im Lernraum haben wir als Weiterbildungsabteilung auch für die Kunden dann die Möglichkeit, direkt mit diesen Kunden in Austausch zu gehen.
Das heißt, wenn auf irgendeinem dieser Performance-Themen ein weitergehender Bedarf aufkommt oder aus einer Information aus den Social Media, da können dann unsere Lernenden in unser Angebot kommen und ins mehr proaktive Lerngeschehen einsteigen, wo wir auch Lernreisen aufbauen können. Ja, die Frage war, ist das ein gutes Modell? Wie könnte man darauf aufbauen? Und da kamen ein paar richtig schöne Hinweise. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel davon. Heute kam noch die Idee, man könnte immersive Reparaturanleitungen machen. Oder eine andere von Matthias Binder war, sich mal die Frage zu stellen, ist der digitale Lernraum, den wir momentan anbieten, der passende? Beziehungsweise, wie schlagen wir die Brücke dahin? Das heißt, wie wollen die Handwerker denn lernen? Und da gab es verschiedene Möglichkeiten. Das eine waren natürlich die formlosen Netzwerke, das heißt WhatsApp-Gruppen der Handwerker. Das andere wäre zum Beispiel ein Heizungsbauer Google, so ein Wissensinformationssystem, wo sie einfach ohne sich die richtige App auszusuchen, gleich die richtige Info kriegen. Ein Vorschlag von der Hanna war User-Generated Content. Das heißt, wenn ein Handwerker was mitzuteilen hat, sollte man ihm die Möglichkeit geben, das über Videos zu tun. Und ja, besondere Motivation gibt wohl auch, wenn der Handwerker das Gefühl hat, dass Kollegen oder er selbst etwas mitentwickelt hat. Rechts auf dieser Folie jetzt noch ein paar weiterführende Hinweise wie Reparatur-Challenge, Handwerker lernen voneinander, Lernbedarf entsteht bei der Arbeit, das heißt, wir sollten über einen Performance-Support geben. Das, was wir uns dabei erstmal mitnehmen, es gibt prinzipiell erstmal keine Nichtlerner. Man kann nicht lernen, hat jemand gesagt, in Abwandlung von Watzlawick. Aber es muss natürlich im eigenen Interesse gelingen, vielleicht die Lernenergie mehr in Richtung unserer Plattformen zu lenken. Wir sollen mehr von außen nach innen gucken, statt von innen nach außen. Das heißt, was braucht der Handwerker wann und wie liefere ich es ihm dort ab? Das ist auch wieder der Ansatz über die Performance-Tools. Ja, ist unser digitaler Lernraum momentan der richtige? Nur weil uns das weiterhilft. Das heißt, wir müssen immer wieder auch am Kunden festlegen, ob das überhaupt Inhalte und Wege sind, die dem Kunden weiterhelfen. Das wäre so ein agiles Vorgehen. Wir müssen noch reinschauen in die Netzwerke. Da können wir bestimmt noch weiter ausbauen. Helfen tut es natürlich nur, wenn wir in die Netzwerke reinkommen oder sie moderieren. Die meisten Handwerkernetzwerke sind private Netzwerke. Ja, User-erzeugter Inhalt. Da sind wir bis jetzt bei den Handwerkerthemen noch davon zurückgeschreckt. Und ein bestimmt vielversprechender Ansatz wäre, mehr Wettbewerb, mehr Gamification damit reinzubringen. Da haben wir schon Ansätze mit einer Quiz-App gemacht. Die war auch 2-3 Monate sehr erfolgreich, aber war danach auch wieder tot. Das heißt, das Problem ist bei all dem Aufwand, diese Spiele sind auch sehr schnell wieder alt. Ja, vielleicht eine ganz tolle Nachricht. Wir haben in Corona in Kalenderwoche 13 in Deutschland angefangen mit Webinaren. Mittlerweile haben 20 Länder Webinare angeboten. Wir haben über 650 Webinare angeboten und 25.000 Teilnehmer damit angesprochen. Das sind ja fast 4.200 Teilnehmer pro Woche und damit mehr als dreimal das, was wir im Durchschnitt im letzten Jahr mit Präsenzschulungen angesprochen haben. Also unser Board und wir waren komplett enthusiastisch. Also ich sah das bis heute Morgen 9.15 Uhr als den Durchbruch in Sachen digitales Lernen. Und dann kam das Ergebnis einer Kundenumfrage. Wir haben uns gewundert, warum so viele uns fragen, wann denn endlich das Präsenztraining wieder losgeht, obwohl doch die Webinare so toll sind. Und 86% der deutschen Heizungsbauer, die gefragt wurden, und das war eine repräsentative Umfrage, haben gesagt, macht doch endlich die Präsenztrainings wieder auf. Wir müssen doch was über eure neuen Produkte lernen. Das heißt, ja, auch in Sachen Lernen
braucht man wohl einen steten Tropfen, um den Stein zu höhlen. Und bei einem Großteil unserer Kunden ist das tolle Webinarwesen noch nicht angekommen. Hier kam noch eine Meldung von der Sabine. Es kann natürlich sein, klar, dass Kunden auch momentan in der Situation nicht wollen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis und den gilt es natürlich genauso zu akzeptieren. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, auch eine Vielzahl an Kunden, die halt irgendwie was anderes wollen. Und das ist ja jetzt gerade auch das, was Sie wiedergespiegelt haben. Also das Thema Webinar scheint so lange Akzeptanz gefunden zu haben, solange es keine andere Alternative gab. Aber in dem Moment, wenn es jetzt wieder andere Formate gibt, scheint da der Wunsch in irgendeiner Form größer zu sein. Und man muss sagen, der Net Promoter Score war bei 50. Das heißt, das ist in Noten ausgedrückt, erreichen wir die Schulnote 1,1 mit den Webinaren. Das ist ein Tacken besser als bei den Präsenzseminaren. Deswegen haben wir eigentlich auch gedacht, das kommt wirklich ganz toll an. Aber jetzt, wo sich abzeichnet, dass die Seminarräume wieder aufmachen, merken wir, dass wirklich die breite Masse unserer Kunden entweder noch gar nicht mit den Webinaren in Verbindung war oder eben doch sagt, nee, wenn ich was lernen will, dann gehe ich bei Fissmann auf den Kurs. Stefan, es sind doch noch zwei, drei Fragen jetzt reingekommen, während du gesprochen hast. Die eine ist etwas übergreifend, also über dieses Thema Webinare oder Seminar hinausgehend, die Frage nach der VR-Nutzung, ob das mal ein Thema ist oder ein Thema war jetzt im Rahmen der Umstellung? Ja, also wir haben im Prinzip schon die Erfahrung mit VR-Nutzung vor Corona schon gemacht. Da habe ich auch in den Post, in den Blog, glaube ich, vom Dienstag nochmal einen kleinen YouTube-Video dazu verlinkt. Also es gibt die Ansätze und die sahen auch alle im Prinzip sehr, sehr vielversprechend aus und wir haben sie im Prinzip noch nicht großflächig ausrollen können. Also wie gesagt, die ersten Ansätze gab es, die haben auch gut funktioniert und jetzt geht es halt im Prinzip darum, sie irgendwie so auszurollen, dass sie dann tatsächlich eine breite Masse erreichen können. Im Moment haben wir sie nur im internen Kontext genutzt. Also wir haben AR und VR schon probiert. Was uns in unserem Fall gefehlt hat, war so eine Kosten-Nutzen-Ratio und ein didaktisches Konzept. Wir hatten eine AR-Applikation, das war sensationell. Da haben wir das neueste Gerät von allen, das hat 30% mehr Wirkungsgrad gehabt. Das ist wirklich ein Pfund. Das stand bei uns in der Ausstellung. Und wenn du eins unserer iPads genommen hast, konntest du das iPad vor dem Gerät hin und her fahren und hast gesehen, was innen drin ist. Hat einen fünfstelligen Betrag gekostet, hat eine Menge Zeit und F&E-Aufwand gekostet. Und wenn man ehrlich ist, hätte man mit einem Handgriff das Frontblech wegmachen können und den gleichen Effekt gehabt. Das zweite war eine VR-Anwendung, wo wir verschiedene Dienstleistungen gezeigt haben. Ja, da haben die Leute haben dann auch ihre Endgeräte genommen, haben sich das Token angeguckt, anhand dessen sich dann diese VR-Anwendung aufgebaut hat. Das war es auch nicht. Und wir haben eine 360-Grad-Stereokamera-Aufnahme von unserem Firmenmuseum gemacht, wo sich dann neue Mitarbeiter auch mal mit der Firmengeschichte befassen können. Die Erfahrung ist, fast 90% gehen rein, gucken sich das an. Erfahrung ist, fast alle machen das quasi 3D am Bildschirm. Kein Mensch zieht die Cardboard-Brille auf, wo man das voll immersiv machen kann. Das heißt, da haben wir bis jetzt wenig Use Cases gefunden und wir haben auch, das hat ja Porsche letzte Woche sehr stark gepusht, dieses Tri-Cat probiert, haben aber das Feedback bekommen, für die Nicht-Gamer war die Einstiegshürde mit Avatar erstmal lernen und alles zu hoch. Und für die Gamer, die haben gesagt, also wenn schon Avatar, dann aber sowas wie bei GTA. Also für die war das dann etwas zu einfach. Da haben wir auch noch keinen richtigen Ansatzpunkt gefunden. Vielleicht, und das war ja einer der Vorschläge beim erfahrungsbasierten Lernen, das, was dort für verwenden, aber da kommen wir dann gleich wieder zu Steffen. Ja. Es gibt auch noch so einige Statements hier im Chat, also vielleicht kann ich die
Teilnehmer noch kurz daran erinnern, sich einfach zu entmuten und das gerne auch via Audio direkt hier reinzuspielen. Dann müssen wir gar nicht diese Übersetzungsfunktion hier einnehmen. Ja, hallo, hier ist die Sigrun Stemmer. Also ich habe reingeschrieben, dass wir Menschen ja soziale Wesen sind und deswegen wundert mich das nicht wirklich, dass die Leute jetzt einfach nach einer gewissen Zeit auch den Wunsch nach Präsenz haben. Und die Handwerker sind ja ganz speziell Menschen, die mit anderen Menschen in Kontakt sind. Die sind in den Häusern drin, wo Menschen leben, die reden mit dem Hauseigentümer, dem Wohnungsmieter, wie auch immer. Für die ist das Daily Business und für die ist das, glaube ich, extrem schwierig, dann zu sagen, ich soll jetzt möglicherweise auf Dauer auf Webinare ausweichen. Ne? Also ich glaube, das ist ganz normal und mir geht es ja als Trainer selber so. Also ich trainiere momentan auch online und ganz ehrlich, ins Off reinzureden, finde ich echt bescheuert. Also ich freue mich auch wieder auf die Zeit, wenn es losgeht, wenn ich wieder echten Kontakt mit den Menschen haben kann. Ja, also deswegen, ich kann die gut verstehen, ja. Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr berechtigter Hinweis. Und also ich glaube, unser Ansatz wird es auch niemals sein, quasi das alles nur in Webinar-Formaten oder sowas durchzuführen, weil halt aus unserer Sicht auch das Arbeiten an den Geräten unglaublich wichtig ist. Und da kommen wir dann auch gleich am nächsten Tag dann dazu. Aber so ein bisschen waren wir schon verwundert, dass in der jetzigen Situation ein so große Anzahl an Menschen direkt wieder in die Verkaufsniederlassung wollten und damit im Prinzip das Thema Webinar irgendwie gefühlt erstmal wieder ad acta gelegt worden ist. Und da müssen wir jetzt einfach gucken, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Aber ich kann es absolut nachvollziehen, dass die Leute wieder irgendwie sich austauschen wollen und wieder in Interaktion treten wollen. Ein anderer Gedanke kommt mir auch noch da dazu, weil ihr auch gesagt habt, diejenigen, die jetzt keine Gamer sind, haben so die Eingangshürde mit dem Avatar gehabt. Vielleicht ist genau das ein Thema zu sagen, jemand, der noch nicht wirklich damit Berührung gehabt hat, in einer Präsenzsequenz damit in Verbindung zu bringen, also quasi begleitet, um da diese Scheu zu nehmen und dann zu sagen, okay, und jetzt kannst du es auch mal alleine probieren, weil ich glaube, es ist schon noch mal was anderes, wenn ich das unter Anleitung machen kann, so im Sinne von geschützter Raum und jetzt habe ich mich mal dumm angestellt oder sonst was. Oder wenn ich da komplett gefühlt auf mich alleine gestellt bin. Genauso ging es mir auch mit einer Virtual Reality Brille. Also ich habe das auch nur unter Anleitung gemacht, weil ich das selber so gesagt habe, keine Ahnung, was da passiert. Ja, also da war für mich auch so diese Befürchtung da, zwar schon mal was gehört, schon mal was gesehen, aber weiß nicht, ob ich das wirklich will. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen. Und ich bin halt jetzt vielleicht nicht die Jüngste, die da sagt, hey, ich springe auf jeden Zug auf. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Stück weit was mit der breiten Altersspanne zu tun hat, die man auch im Handwerk findet. Man hat den jungen Lehrling mit 16, 17 und man hat den Handwerksmeister, der schon 40 Jahre Berufserfahrung hat. Ne? Und das, ja, also ich glaube, dass das schon sehr differenziert auch nochmal anzuschauen ist. Also ich habe das Gefühl, dass wir momentan vielleicht auch so eine Wellenbewegung haben. Wir haben jetzt irgendwie 8, 9 Wochen, wo wir uns wirklich fast nur virtuell sehen. Und jetzt ist halt der Gedanke da, jetzt möchte ich auch mal wieder das Präsenztraining haben und dann kommt das vielleicht wieder, dass man zusätzlich macht, virtuell. Ja. Also vielleicht kann ich da direkt darauf reagieren, weil also die Situation haben wir durchaus, ich sag mal, in den Büroarbeitsplätzen, aber wie das die Vorrednerin schon gesagt hat, also eigentlich sind die Handwerker jeden Tag draußen. Also das heißt, die sind jeden Tag in Interaktion mit dem Hausbesitzer, mit den Wohnungsinhabern, die montieren, die sind also quasi draußen. Und ich sag mal, der eine Tag oder diese kurzen Phasen, wo sie dann tatsächlich für 1,5 Stunden mal im Büro bleiben sollten, werden halt schon als irgendwie ungewohnt wahrgenommen oder ja, das ist nicht so meins. Was ich absolut nachvollziehen kann, ich will das überhaupt nicht werten, sondern die Situation ist, glaube ich, halt nicht, wie wir sie jetzt gerade kennen, so hey, es ist alles nur noch vor der Klimperkiste und ich sitze irgendwie 8 Stunden vor einem Rechner und gucke in den Bildschirm, sondern das ist halt wirklich so, ich glaube eher das Ungewohnte, weil sie es halt tatsächlich so nicht als Lernform bis jetzt irgendwie tatsächlich wahrgenommen haben. Aber das ist nur eine These. Margarete hier.
Vielleicht ist es ja aber auch so, dass wir es mit unterschiedlichen Menschentypen und unterschiedlichen Lernertypen zu tun haben. Also ich genieße es zum Beispiel jetzt mit den Webinaren sehr. Ich merke auch, dass ich mich im Homeoffice sehr, sehr wohl fühle. Während Kolleginnen und Kollegen von mir absolut eingehen, dadurch, dass sie nicht mehr rausgehen können. Das heißt also, vielleicht gilt es bei dem Thema Webinare und Präsenzseminare gar nicht so sehr um eine Verschränkung von Lernformaten und ein Entweder-Oder, sondern dafür genau hinzugucken, in eurem Fall, welche Handwerker mögen eigentlich was? Erreicht ihr vielleicht mit den Webinaren ganz neue Zielgruppen, die ihr vorher nicht erreicht habt? Und die Präsenzseminare werden für viele Leute sehr, sehr wichtig sein und bleiben, auch für uns als Trainer. Aber es kann sein, dass ihr euch einfach neue Zielgruppen erschließt. Ich würde auch gerne noch mal was dazu beitragen. Und zwar geht es mir so, dass ich denke, ja, Wellenbewegung, ja, Lernertypen, das sind schon Argumente. Aber ich kenne es auch aus meiner eigenen Sicht. Also ich habe mich länger schwer getan mit Social Media. Und für mich hat es dann angefangen, spannend zu werden. Ich für mich wirklich gemerkt habe, dass bereichert mich mit meinen Themen, habe ich da einen Nutzen von. Und vielleicht braucht es einfach manchmal auch ein bisschen Zeit, bis man das entdeckt. Das heißt, also aus meiner Sicht eben ist es auch immer die Frage, dran zu bleiben, wie gestalte ich das Lernangebot so, dass es wirklich diejenigen erreicht und da auch einfach dran zu bleiben. Ich habe das schon erlebt, auch bei einem MOOC, wo ich gesagt habe, wow, das ist ein MOOC, wo ich richtig was gelernt habe. Und es ist manchmal individuell, was braucht diese konkrete Zielgruppe, damit es für sie spannend wird. Ja, so, also da dran zu bleiben, einfach wäre mein Beitrag. Also hier ist nochmal Sabine Reimers. Hört man mich? Ich hoffe jetzt ja. Jetzt genau, perfekt. Super. Also ich würde gerne auch noch mal ein bisschen das Thema Filterblase, Learning and Development reinbringen. Ich bin wirklich der Meinung, wir müssen auch noch mal sehen, nicht reflexartig sagen, es muss dieses Digitale sein, auch für junge Leute. Also ich habe auch Kunden, die sind unter 30 und sagen, auch schön, wenn das Präsenztraining wieder anfängt. Und ich finde, Handwerker arbeiten am Handwerk, am Gewerk. Und solange das alles nicht digital ist, das weiß ich nicht, ist für einen Handwerker das Praktische vorne. Das ist definitiv, das wird sich auch nicht ändern. Und ja, alles, was gesagt ist, ist in Ordnung. Aber diese Idee, ich weiß als Unternehmen es, was mein Kunde, mein Lerner braucht, da müssen wir wirklich mal wegkommen. Das hat Karl-Heinz Pape ja sehr deutlich auch in seinen, also er hat es anders gesagt, ich bin da immer so ein bisschen buschikoser. Wir müssen mal aufhören, dass wir wissen, was der Kunde, was der Lerner will. Das tut mir leid, da muss ich sagen, müssen wir alle mal ein bisschen aufpassen. Das ist für mich eine echte Filterblase, in der wir alle stecken. Ja, da muss ich allerdings auch noch mal kurz reingrätschen, was der Lerner braucht und was er will. Das sind tatsächlich insbesondere bei uns zwei komplett andere Sachen. Momentan haben wir echt das Problem in der Branche und das hören wir auch bei größeren Firmen. Das Geschäft läuft momentan so gut, selbst trotz Corona hier in Deutschland, dass Weiterbildung ganz hinten ansteht. Und die Gefahr dabei ist wirklich, die Branche dreht sich momentan so schnell, dass viele Firmen den Anschluss an das, was in 3, 4, 5 Jahren passieren wird, komplett verschlafen. Und das dann in kurzer Zeit nachzuholen, wird nicht gehen, weil es sind einfach keine Wissensarbeiter, es sind Leute, die sich in diese neuen Technologien hineinentwickeln wollen. Und momentan, das ist wie der Frosch, dessen Wasser so langsam warm wird, momentan erhöht sich der Druck eben so langsam, dass viele einfach beim alten Geschäftsmodell bleiben und sich nicht erweitern. Das ist die Gefahr für die Branche und als Hersteller natürlich auch für uns. Also im Eigeninteresse müssen wir versuchen, diese Lerner an das Lernen heranzuführen.
Okay, da grete ich auch noch mal rein. Das Beispiel Corona und Homeoffice zeigt eigentlich, dass es trotzdem geht. Also es ist halt die Frage, will ich Stress haben beim Lernen? Das haben wir jetzt in den letzten Wochen einige gehabt. Oder will ich es gemütlich haben? Dann würde ich jetzt anfangen. Also ich glaube sicher, dass ihr da als Hersteller dran müsst. Das sehe ich auch so. Aber es entscheidet der erwachsene Lerner. Es ist leider so. Und die werden es auch schaffen, wenn es dann in 3 Jahren so ist. So ist es. Und manche werden sagen, gut, dann gehe ich jetzt in Rente, dann gebe ich es meinem Sohn. Das ist ein natürlicher Prozess, glaube ich. Also, ist hart für euch, verstehe ich. Ja, also ich glaube, die Diskussion ist unglaublich wichtig, weil wir wollen ja im Prinzip auch ein Angebot schaffen. Also wir wollen ja im Prinzip auch nicht sagen, so von dem, hey, du lieber Handwerker, wir geben dir jetzt quasi A und auch nur noch A und das ist jetzt das Beste für dich, sondern wir versuchen ja möglichst ein breites Angebot so aufzubauen, dass hoffentlich für jeden irgendwie was dabei ist. Und das ist so wieder dieses Reusenbild oder dieses Köderbild. Also wir gehen eigentlich davon aus, in dem Moment, wenn wir es schaffen, dass ein Lerner eine gute Lernerfahrung macht, egal in welchem Kanal oder egal in welcher Situation, dass er dann vielleicht den nächsten Schritt geht und merkt, aha, FISMIN ist ein guter Partner und das, was die mir anbieten, könnte potenziell helfen. Und deswegen versuchen wir ganz, ganz viele verschiedene, ich sag mal, Methoden anzuwenden, Ansätze zu fahren, dass möglichst für alle was dabei sind. Und ja, wir werden sie nicht alle erreichen und das ist auch nicht unser Anspruch, aber irgendwie wäre es halt irgendwie auch schön, wenn wir es schaffen würden. So, das ist so, muss man halt einfach so sagen. Ja gut, sollen wir weitergehen? Ich hätte noch eine Sache zu sagen und zwar, habt ihr bei FISMAN eine Community of Praxis der Kunden? Sie heißt nicht Community of Practice. Wir haben verschiedenste Kundenbeiräte. Wir haben verschiedenste Netzwerke mit Kunden auf Social Media und auch auf unseren Kanälen. Da tauschen wir uns ständig aus. Wir arbeiten agil. Wir nehmen die Kunden mit in die Produkt- und auch Lernprogrammgestaltung. Wir nennen es allerdings nicht Community of Practice. Ja, ist das auch regional? Dass wir haben regionale Kundenbeiräte, wir haben einen deutschen Kundenbeirat und wir haben das in jedem anderen Land auch. Also Kundenbeirat hört sich für mich so an, dass die mitreden dürfen bei irgendwas, ja. Aber Community of Practice, das ist für mich eine Lernplattform. Also, dass die Leute zusammenkommen und sich kennenlernen, sich vertrauen und dann feststellen, welches neue Lernthema sie gemeinsam angehen wollen. Ja, wir gehen mit denen keine Lernthemen an, sondern... Das machen die Lerner selber. Dadurch, dass sie sich gut kennen und verstehen, finden sie selbst heraus, welches Thema sie gemeinsam jetzt angehen wollen. Also dort, wo wir dabei sind, bringen Sie Ihre Fragestellungen mit, wir unsere und wir erarbeiten dann gemeinsam Lösungen. Das ist auch ein Lernprozess. Es gibt natürlich auch lokale Handwerkergruppen, zum Beispiel die Up-to-Date-Initiative, wo die das selbst machen. Ich gucke nur ein bisschen auf die Zeit. Der Jochen Robe wird uns in 5 Minuten den Kran abdrehen. Naja, so streng nicht, aber ich hätte es auch gerade mal kurz erwähnt, ja. Okay. Kommen wir zum nächsten Thema, dem erfahrungsbasierten Lernen. Genau, ich mache es ganz kurz, weil wir, glaube ich, auch schon viele Dinge jetzt in der Diskussion schon mal angesprochen hatten. Also wir haben versucht, wir sind der Meinung, dass man aus Erfahrung unglaublich viel lernen kann. Und deswegen versuchen wir bei all unseren Zielgruppen auch genau diese Erfahrung machen zu lassen. So, wir haben 2 Beispiele reingebracht, das sind unsere D-Days, die wir intern quasi so ein Format mal aufgesetzt haben und unser Azubi-Camp, wie wir das für die Kunden von uns gemacht haben. Und in der Diskussion hat man gemerkt, dass Erfahrungen immer irgendwie scheinbar was zu tun haben mit, ich habe mal was ausprobiert, also ich durfte irgendwas tatsächlich machen, egal ob das mit Händen ist oder mit dem Kopf. Ich habe die Möglichkeit, sofort Feedback zu bekommen und mich selber in diesem Prozess zu iterieren, sage ich mal, oder auszuprobieren. Und ich muss auch irgendwie die Freiheit haben, auch mal anders denken zu dürfen. Also mal außerhalb der Gewohnheiten oder meiner normalen Denkweise. So. Und die erste Frage, die wir gestellt haben, so, was könnten wir denn noch machen? Welche coolen Ideen gibt es denn vielleicht noch aus der Community heraus? Und da wurde dann direkt auf unser Azubi-Camp verwiesen. Wie wäre es denn mal irgendwie so eine Art 24-Stunden-Azubi-Camp zu machen? À la hier 24 Stunden von Le Mans, fand ich einen ganz spannenden Ansatz.
keine Ahnung genau, wie man das umsetzen könnte, aber mit verschiedenen kleinen Aufgaben über den Tag verteilt, in Gruppen mit irgendwas, fand ich ganz cool. Vielleicht können wir da tatsächlich mal drüber nachdenken. Und natürlich auch noch viel, viel stärker die jeweiligen Teilnehmer oder potenziellen Teilnehmer mit einbeziehen, also in Richtung Barcamp irgendwie ein bisschen mehr zu machen, mit irgendwelchen Challenges davor, so dass wir nochmal auch schon im Vorhinein im Prinzip so ein Involvement kriegen, fand ich aber auch eine spannende Idee. Danke da quasi dem Martin und dem Jörg für die Beiträge. Wenn du einen weitergehst, Stefan, genau, haben wir hier noch zwei aus meiner Sicht richtig spannende Zitate bekommen. Auf der einen Seite, das ist so immer unser Problem. Also wir würden gerne viel, viel mehr Raum geben, dass unsere Handwerker tatsächlich selber irgendwie ausprobieren können, dass sie selber ihre Erfahrung an neuen Produkten zum Beispiel machen. Das Blöde ist halt nur immer, wenn ein neues Produkt bei Lieschen Müller unten im Keller steht, dann will Lieschen Müller eigentlich relativ schnell ihr Problem gelöst haben und möglichst nicht so viel für ihren Handwerker bezahlen. Und wenn dann der Handwerker kommt und erstmal sagt so von dem, oh, das ist aber ein Problem, was ich noch nie gesehen habe, ich probiere da jetzt mal dran rum, ist es so eine Situation, die ist nicht wirklich gut. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Deswegen müssen wir als Hersteller irgendwie versuchen, Lernräume zur Verfügung zu stellen, wo er sich ausprobieren kann. Machen wir, würde ich jetzt nicht näher thematisieren, aber ich glaube, dieses Spannungsfeld ist irgendwie allen klar. Das Zweite, was kam, und das fand ich auch einen ganz, ganz spannenden Ansatz von der Saskia. Ja, wir können mittlerweile relativ viel digital abbilden und haben auch die Möglichkeit, über digitale Breakout-Rooms dann irgendwie Kleingruppenarbeit zu machen und sie am Ende wieder zusammenzuführen. Und ich finde es auch spannend, dass da digitale Pausenräume oder digitale Kaffeemaschinen irgendwo stehen, dass ich im Prinzip genau diesen Use Case der sozialen Interaktion oder des Informellen in einem formellen Lernsetting auch umsetzen kann. Also auch da, Saskia, nochmal vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube, da können wir auch auf jeden Fall nochmal dran rumdenken. Das würde uns weiterbringen. Ich glaube, das ist, es ist eine spannende These, die wert ist zum Verfolgen. Machen wir gleich weiter. Mit diesen ganzen Formaten, insbesondere dem online erfahrungsbasierten Lernen, ist die Frage, brauchen unsere Backoffices und Trainer neue Kompetenzen? Das ist die zugehörige Wordcloud dazu für die Trainer. Und ich muss sagen, und das lese ich jetzt mal als Challenge, eigentlich brauchen die nur ein bisschen Computertraining, dann ist ein Trainer, der vor einem Publikum in Präsenz schult, auch ein sehr guter Online-Trainer. Ich habe das Fragezeichen in der Betonung jetzt mal weggelassen, obwohl es in meinem Kopf ganz groß ist. Weil interessanterweise im Backoffice sehen wir deutlich mehr Veränderungsbedarf, Zielgruppenkenntnis, Servicekompetenz, Technikkompetenz. Das sind in den gesamten Wordcloud, wo alle Wörter drin sind, noch mehr Sachen drin, Kommunikation. Das sind Dinge, die Beratungskompetenz, die in unserem Backoffice noch nicht so sehr verankert sind und die wir erst entwickeln müssen. Das heißt, die Challenge sehen wir eigentlich im Bereich Backoffice viel größer als im Bereich Trainer, was uns etwas verwundert hat. Die Frage ist, halten wir uns alle für so tolle Trainer und stecken den Kopf ein bisschen in den Boden? Was ist mit Weiterbildungstechnik, mit User Experience, mit User Interfaces, mit Big Data, Metendidaktik, künstlicher Intelligenz, Weiterbildungsmarketing? Da haben wir überhaupt nichts von gehört. Es kann natürlich auch sein, dass wir ein bisschen zu viele Fragen in einer Woche gestellt haben. Also ich würde da gern was dazu sagen aus meiner eigenen Erfahrung. Also hier ist die Siko nochmal. Ich mache ja jetzt zum zweiten Mal im Abstand von 15 Jahren eine E-Tutoren-Qualifizierung. Ja. Und dieses im Abstand von 15 Jahren zeigt ja auch schon, dass ich da wohl die vergangenen 15 Jahre nicht so viel damit gemacht habe. War tatsächlich so, weil ich bin wirklich so der klassische Präsenztrainer und Coach und Berater und tralala. Und ich habe jetzt gemerkt, nachdem wir ja mussten wegen Corona, es ist nicht so einfach, alles das, was ich in Präsenz habe, in einem Webinar zu machen. Ich muss auf ganz andere Dinge achten. Ich muss die Mitarbeiter ganz anders einbinden. Ich brauche eine ganz andere Technik. Und das sind sehr häufig weniger didaktische Methoden als technisch unterstützte Methoden, um den Lerner bei der Sache zu halten. Weil wenn du permanent, sage ich mal, so beschallt von vorne wirst,
Wenn ich den sehe, ist es was anderes. Und wenn ich im Raum bin, als wenn ich ins Off reinspreche, selbst wenn ich jetzt wie hier beim Steffen sehe ich jetzt, dass er da sitzt und die Hand so am Kinn hat, bei den anderen sehe ich gar nichts. So, jetzt könnte ich für mich so das Bild haben, Steffen hört andächtig zu. Ich könnte aber auch das Bild haben, dass der Steffen sagt, lass die mal labern, ich denke gerade drüber nach, was heute Abend zum Grillen gibt. Ja, und das ist unglaublich schwierig, deswegen glaube ich, braucht es hier eine spezielle Kompetenz und das muss man üben. Und für mich ist es auch, also das war jetzt auch die Erfahrung aus den letzten 8 Wochen, für mich geht es gar nicht zu sagen, ich mache einen ganzen Tag online, weil da kippst du selber weg und deine Leute kippen auch weg. Also es braucht eine andere Art von Kompetenz und es ist nicht 1:1 umsetzbar. Also Also wenn da jemand sagt, er kann das, wow, Wahnsinn, ich kann es nicht. Kurz abwürgend einfach sagen, das ist das, was uns eben verwundert hat, dass da die Community keine Zusatzqualifikation gebraucht hat. Um das Ganze abzuschließen und wieder in den Chat zu kommen, in Sachen, wie helfen wir den Leuten weiterzukommen in diesem Dschungel der Lernangebote, waren eigentlich nur 4 Beiträge und alle waren sich einig, ein Lernbegleiter, Facilitator und ein bisschen künstliche Intelligenz, so wie wir es im Mitarbeiterbereich schon einsetzen, könnte da auch helfen. Damit sind wir am Ende und ich unshare meinen Bildschirm mal wieder, damit wir für den Rest der Diskussion uns auch wiedersehen. Ja, herzlichen Dank, Steffen. Ich denke, wir haben ja schon einige Themen so aus dem Chat im Laufe der letzten Minuten aufgenommen. Ich gucke jetzt gerade noch mal, ob es da neue Beiträge gibt, die vielleicht die letzten Punkte noch mal aufnehmen. Es springt so ein bisschen zwischen punktuellen Anmerkungen, Rückmeldekarten in die Kamera. Das ist, glaube ich, eher jetzt ein Statement, weniger eine Frage. Ansonsten auch gerne noch mal in die Runde. Also ihr braucht euch nur einfach zu entmuten. Dann könnt ihr, wie die Vorrednerinnen, auch in den letzten Minuten einfach hier den Beitrag direkt stellen oder die Frage direkt stellen. Gut, dann habe ich noch mal eine Frage. Hier ist Britta. Hallo. Hi. Hallo. Kann ich mir vorstellen, dass es ja auch immer sehr spezifische Fragen gibt. Also so wie ich vor meinem Computer sitze und manchmal nicht weiß, warum es nicht funktioniert, kann ich mir vorstellen, ist es auch mit den Termen oder mit anderen Projekten, die ihr anbietet. Und es sind doch sehr spezielle Fragen, die sich vielleicht nicht mal eben so über ein Nicht-Präsenz-Seminar klären lassen und dass da ein hoher Bedarf ist, persönlichen Austausch und die persönliche und spezielle Problematik gerade zu klären. Kann das ein Grund sein, warum eventuell auch das schwierig ist, eben nicht in Präsenzseminare zu gehen? Ich sag mal so, unser größter Lernraum ist der Keller des Endkunden. Und der am meisten beschäftigte Trainer ist unsere Hotline, unsere Telefon-Hotline und unsere Online-Hotline. Jeder lernt ständig, haben wir ja gesagt, und aus Fehlern lernt man am meisten. Das heißt, wenn unsere Kunden, unsere Marktpartner in Probleme laufen, badet das üblicherweise entweder der Endkunde aus, weil die Anlage nicht funktioniert, oder noch öfter unsere Telefonhotline. Die helfen ihm dann, das Problem zu lösen. Unser Ansatz, warum es seit über 50 Jahren eine Fissmann-Akademie gibt, ist, dass wir versuchen, unseren technischen Dienst und unseren Endkunden davon zu befreien und die Kunden proaktiv in die Lage zu versetzen, von Anfang an richtig zu arbeiten. Das sind so die Hauptlernansätze und Hauptlernräume. Es gibt vieles, was man ohne Anpacken am Gerät machen kann und könnte. Aber ich gehe auch mit konform, das sind Handwerker, weil sie auch anpacken wollen. Aus dem Haptischen lernt man in dem Bereich immer noch am meisten, ja.
Also meiner Meinung nach, hier ist Sabine Reimers, ist das für mich der Use Case für Virtual Reality. Also ich habe jetzt nicht alles verfolgt die Woche, aber das ist für mich der Punkt, wo ich glaube, dass man Handwerker kriegen kann, dass man sagt, da ist eine Virtual Reality Brille und du hast ein Problem, dann wird da drauf gezeigt. Ich weiß jetzt nicht genau, was da möglich ist, aber das ist halt ich, dann sind die am Gerät und kriegen die Lösung. Also da wüsste ich nicht, wer da nicht drauf abfahren würde. Also das ist für mich der Punkt, wo ich glaube, dass man bestimmte Sachen überspringen muss jetzt. Also Webinare und dieses ganze Zeug. Aber VR ist doch für euer, also das kann ich mir wirklich vorstellen, dass Sie sagen, wow, toll. Sobald es im Heizkeller genügend Bandbreite gäbe, ach so, würde ich auf Augmented Reality setzen, auf Virtual Reality. Also ich kenne viele Leute, die mal eine VR-Brille hatten und die war aber nach einem Monat auch schon wieder alt, weil mit dem dicken Kabel hinten dran und so, das ist, ich weiß nicht. Da sind wir also da noch zu früh, verstehe. Ja, irgendwo dazwischen. Hier ist Britta nochmal. Ich bin im Bereich der Hausverwaltung tätig und erlebe das ganz häufig eben, dass die Techniker im Keller stehen und ein Riesenproblem da ist. Wir haben gerade mit einer Therme auch ein Riesenproblem. Das geht jetzt schon über 3 Jahre, was bis heute nicht gelöst ist. So, und das kann ich mir einfach mal vorstellen. Das ist auch für den Betroffenen natürlich sehr unbefriedigend. So, und wie kriege ich das hin? Und es gibt ja eine wahnsinnige Bandbreite. Es gibt ja auch nicht nur Fiesmann, sondern es gibt noch andere. Und die Handwerker müssen sich mit allen Bereichen auskennen. Und es wird ja auch immer digitaler in diesem Thermenbereich. Und das, finde ich, ist so diese schwierige, vielleicht auch ein Stück weit eine Überforderung. Wie ich das mitbekommen habe, haben die Handwerker sich auch auf Thermen spezialisiert, dass sie eben nicht die Software von allen Thermen lernen müssen. Aber diese Problematik, die ich da hätte, also so würde es mir jetzt gehen, ich brauche eine Lösung für mein Problem. Und wenn ich zu einem Seminar gehe, ist meine Erwartungshaltung, ich möchte mein Problem gerade gelöst bekommen. Ja, also ist ein ganz spannender Ansatz und wir versuchen den auch genauso umzusetzen mit dem, also wie gesagt, breites Angebot. Das klassische Seminar ist so quasi das eine, was wir sagen, okay, da geben wir den Inhalt vor und beschreiben den sauber und hoffen, dass wir die richtige Zielgruppe dann finden. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Formate, die genau im Vorfeld konkrete Probleme einreichen und wir dann im Prinzip den Experten zu einem Termin mit einladen und dann halt ganz spezifisch auf die Kundenbedürfnisse eingehen. Und dann ist es auch irgendwie eine Lernform. Bei uns nennt die sich Fachbesuch, aber das ist ja prinzipiell Wurst, wie sie heißt. Aber dann probieren wir es genau umgedreht zu machen. Also auf der einen Seite haben wir ein senderorientiertes Angebot, wo wir den Inhalt einfach mal vorgedacht haben und vorgeben. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber auch genau für so ganz gezielte Problemstellungen dann den Fachbesuch, wo wir ganz, ganz spezifisch dann auf die Kunden eingehen können. Ich hätte noch mal eine Frage an den Stefan. Der hat ja vorhin so schön betont und das fand ich ganz toll, dass ja der wichtigste Lernraum letztlich der Keller des Kunden ist. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, gerade wenn ich irgendwelche neuen Geräte habe und ich habe immer wieder andere Rahmenbedingungen in dem Keller, wo ich irgendwas zu installieren habe. Meine Frage jetzt ist, wie wird denn dieses Wissen, das ist ja wertvolles Erfahrungswissen, wie wird das denn sozusagen zurückgespielt in die Lerner-Community der anderen Installateure? Gibt es da schon Ansätze, so etwas wirklich auch zu wertschätzen und damit es dann eben auch entsprechend zurückgespielt wird? Ja, bis zum Wertschätzen war ich dabei. Also, wir haben da Prozesse. Dort, wo die Handwerker nicht zu Streich kommen, rufen die unsere Hotline an. Wenn es dann nicht klappt, kommt unser Vorortservice raus. Und diese Einsätze, also sowohl die Auswertungen aus den Telefonanrufen als auch die Auswertungen aus den Einsätzen, da haben wir feststehende ritualisierte Treffen, wo wir da die Erfahrungen austauschen. Einerseits das, was wir hören aus den Kursteilnehmern, das ist aber meistens, bis wir es hören, hat es der technische Dienst, also unser Service, schon längst gehört. Diese Feedbackschleifen haben wir und wir sind auch bei den Kundenbeiräten dabei. Das heißt, wenn denen der Schuh irgendwo drückt, das ist zwar auch immer zeitlich versetzt, aber kriegen wir das auch mit. Das ist beim Kundenbeirat, kann das wertschätzend sein. Der andere, da fehlt, das gebe ich dir zu, der Wertschätzungsanteil in diesem Feedbacks-Loop. Okay, danke. Ich würde versuchen, so langsam hier an der Stelle reinzugrätschen. Mit einem Dankeschön an Stefan und Steffen. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ich habe noch so 2 Punkte. Die Diskussion, denke ich, kann ja auch im virtuellen Raum noch weitergeführt werden. Ihr seid ja noch da. Und wir haben ja nach wie vor noch die
entsprechenden Fragestellungen und Kommentarfunktionen, also da sehr gerne noch Dinge einfach loswerden oder in der Telegram-Gruppe. Ich möchte jetzt noch zwei Punkte kurz ansprechen. Das eine ist die Idee unserer Barcamp-Session, die wir im Anschluss daran selbst organisiert, also für euch die Möglichkeit, nochmal dort Dinge in unserer Seite einzutragen, wo wir die Barcamp-Session sammeln. Da stehen jetzt gerade so zwei Vorschläge und Ideen, die dann ab 2 Uhr selbst organisiert aufgenommen werden können. Also bitte guckt auf die Quicklinks, da nochmal zu die Barcamp-Sessions, wenn ihr eine Idee und ein Thema habt, was ihr gerne noch hier hochhalten möchtet, um es vielleicht im Anschluss in einer kleineren Runde noch weiter zu diskutieren. Also die Option besteht. Ich habe sie am Anfang nicht sagen können, weil ich leider aus welchen Gründen auch immer mit dem Start von Karl-Heinz Aufzeichnung rausgeflogen bin hier. Also das nochmal kurz hochgehalten. Und dann auch der Übergang zur nächsten Woche. Also ich habe den Volkmar Lange gerade schon gesehen, aber er meinte, Harald Eder, Quality Minds, wäre auch da. Ja, ich und bin ich da. Würde, wunderbar, dann würde ich dir gerne die Gelegenheit geben, noch die letzten Minuten kurz zu sagen, was uns in der nächsten Woche erwartet. Okay, sehr gerne doch. Hallo erstmal zusammen an die ganze CNC-Community. Ich habe die letzten Wochen auch verfolgt und ich hoffe, dass ihr noch ein bisschen Energie habt für eine weitere Woche voller neuen Impulse und Ideen. Ich fand gerade spannend in dem Vortrag so zwei Begriffe, dieser Lerndschungel und sowas wie Lernbegleiter, weil das spielt sehr, sehr schön ja, in das rein, was wir nächste Woche mit euch gestalten wollen. Und zwar sind da unsere Themenschwerpunkte agiles Lernen und agiles Lerncoaching. Und wie wir das bei Quality Minds, ja zum einen, wie wir das verstehen, aber auch vor allem, wie wir das umsetzen und wie wir auch euch Tipps und Impulse an die Hand geben können und möchten, wie ihr das bei euch umsetzen könnt. Ich versuche mal kurz meinen Screen zu sharen. Ich hoffe, ihr seht die bekannte Colon-Seite. Ja, sieht gut und aus. Und wer es vielleicht schon entdeckt hat, seit heute Morgen ist auch der Quality Minds-Link nun aktiv. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch da gerne schon mal ein bisschen austoben. Ihr könnt euch ein bisschen einlesen, wer sind wir denn, die Quality Minds, woher haben wir den Namen, wie ticken wir so. Wir haben auch ein kleines, schönes Video, das, glaube ich, in knapp 2-3 Minuten einen schönen Rundumblick gibt. Und das Spannendste hier, die Materialien, die kommen natürlich erst am Montag. Also so dieser ganze Content, wie wollen wir die ganze Woche gestalten, was haben wir mit euch vor, da gerne am Montag um 1 dabei sein. Da geben wir einen schönen Impuls dazu und erklären euch das nochmal detaillierter. Was ich schon mal sagen kann, ist so ein bisschen der Aufbau der Woche. Also der Aufbau der Woche wird so sein, ihr seht es hier, wir haben eigentlich jeden Tag eine kleine Session, wo wir uns zu verschiedenen Themen mit euch austauschen möchten. Also mal ist das Thema individualisierte Lernräume und Lernprozessbegleitung. Einmal ein anderer Bereich hatten wir jetzt auch gerade schon, wie geht man mit diesen ganzen neuen Lernen in der Berufsausbildung wie geht man damit um? Wir haben sogar an dem Feiertag, ja, wir wissen, Donnerstag ist Feiertag, trotzdem würden wir auch hier eine Session anbieten, wenn man jetzt ja dieses Ganze umsetzen möchte, so neue agile Lernräume, wie geht man da am besten vor? Und ich glaube, alle Sessions werden aufgenommen, von dem her, wer an dem Feiertag Besseres zu tun hat, was ja vor allem die männlichen Kollegen unter uns wahrscheinlich haben, kann man, glaube ich, dann auch im Nachgang über YouTube anschauen. Und natürlich am Freitag wieder so eine kleine Live-Session, um ein kleines Wrap-up zu gestalten. Und ein kleines Highlight aus meiner Sicht ist am Mittwoch ein kleines Bergfest. Einfach eine kleine Retro, wie geht's euch, wie läuft so die Woche bisher? Und ja, nachdem es im Feierabend ist, darf man da gerne auch leicht und schnell in den geselligen Teil übergehen. Von dem her, wir freuen uns auf jeden Fall schon auf nächsten Montag. Wir würden uns freuen, wenn auch viele von euch dabei sind. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns dann am Montag alle wiedersehen. Gerne auch in der größeren Runde. Und dann sind auch von meiner Seite mehrere dabei. Heute bin ich nur alleine, aber dann am Montag umso mehr. Ja, super. Also herzlichen Dank für die Einstimmung. Erinnert mich daran, Donnerstag und Männer ist Vatertag, oder? Ja. Ah, okay, danke. Ich habe kurz überlegt, ob da irgendwas Geschlechtsspezifisches ist. Also herzlichen Dank für diesen kleinen Überblick und für das Schmackhaftmachen der nächsten Woche. Ich hoffe, wir können den Schwung rüber retten. Hier nochmal kurz Erinnerung, es könnte gleich weitergehen. Wie gesagt, schaut bitte einfach mal auf den Link auf der Startseite, Quicklinks. Da gibt es dann diesen kleinen Absprungmarker zu den Barcamp-Sessions. Wer Lust und Interesse hat, entweder in eine der angekündigten reinzutauchen oder eine eigene noch schnell zu organisieren. Es braucht eigentlich nur einen Link auf
Zoom und schon könnte es losgehen, also auch noch gerne kurzfristig. Ansonsten würde ich mich an der Stelle ganz herzlich bedanken an allen Teilnehmern. Ich glaube, die Aufzeichnung werden wir jetzt auch gleich pünktlich abschließen.